Hallo und herzlich willkommen zurück zu Simutrans. In der letzten Folge haben wir ja begonnen, unsere erste Strecke zu bauen. Vom Bahnhof Dresden mit dem Ölfeld zu dem Bahnhof in Mönchengladbach bzw. Ludwigshafen. Ja, dann lasse ich mal das Spiel laufen. Hab mir rechts oben auch das Fenster schon für den Zug geöffnet, wo wir dann auch gleich sehen, ob der Zug eben Gewinn, Verlust macht. Wie man sieht, aktuell macht er Gewinn. Ich werde jetzt ein paar Optimierungen vornehmen oder bei den Bahnhöfen selber. Weil jetzt heißt zum Beispiel, der Bahnhof heißt Ludwigshafen 1 Landbahnhof, ist aber nicht wirklich aussagekräftig. Das heißt, ich klicke den Bahnhof an und oben hat man das Fenster mit dem Namen und nenne das Ganze jetzt Ludwigshafen Ölkraftwerk. Bestätige das Ganze. Jetzt ist er umbenannt. Und wer auch den anderen Bahnhof in Dresden auch umbenennen, weil da haben wir unser Ölfeld und nennen den dann Dresden Ölfeld. Bestätige wieder mit Enter das Ganze und der Bahnhof ist umbenannt. Und dann können wir auch noch den Zug selber. Ich sehe da gerade, wir haben da. Ah ja, wir haben ja zwei Linien. Genau, die Buslinie und die Zuglinie. Die Zuglinie werde ich auch gleich umbenennen, weil derzeit heißt sie nur 1 und Linie. Und ich werde sie jetzt benennen, GZ für Güterzug. Und dann schreiben wir nur hin, wie nennt man es? Ölfeld Dresden Ölkraftwerk. Beziehungsweise damit das Ganze mit dem Bahnhofsnamen zusammenpasst, werde ich es umändern. Nenne das Ganze Dresden-Ölfeld. Und wie hat der andere noch einmal geheißen? Die andere Ortschaft, das war Ludwigshafen. Genau, Ludwigshafen Ölkraftwerk. Bestätige das Ganze. Jetzt steht das Ganze auch oben im Namen drinnen. Dann haben wir unten den Bus. Der fährt ja nur. Schauen wir, Ludwigshafen, Leverkusen. Genau, den geben wir dann den Namen RB für Regionalbus. Und dann nennen wir das Ganze eben Ludwigshafen. Und weil der und auf eben Leverkusen. Weil das Fahrtziel auf der, also die andere Endstelle Leverkusen ist. Und wenn man das von Anfang an macht, hat man da auch gleich eine Ordnung drinnen und findet schneller seine Sachen, wenn man jetzt irgendwas sucht, irgendwelche Züge und so weiter. So.
Dann werden wir uns den Zug selber dann nochmal genauer anschauen. Wie man sieht, der Zug fährt jetzt voll beladen. Das kommt eh gerade wieder an beim Ölkraftwerk. Machen wir uns das vielleicht auch noch auf. Dann sieht man gleich, jetzt wieder entladen, ist 0. Aber unser Gewinn, wir haben jetzt 5700. Das heißt, der Zug selber ist auf jeden Fall schon mal profitabel. Das Öl, was wir eingelagert haben, nochmal zur Erklärung, sieht man hier, das wird verarbeitet und in Strom umgewandelt. Okay, dann was können wir jetzt noch machen? Eben, wir sehen eben da Ludwigshafen, Leverkusen. Da kommen ja die Arbeiter her. Dann steht jetzt hier auch, dass Arbeiter auch aus Mönchengladbach kommen. Können wir uns das gleich anschauen, wie weit das entfernt wäre. Da ist Mönchengladbach. Da ist Leverkusen. Wäre jetzt eigentlich auch nicht. Oder? Naja. Ah ja, ich glaube, das wird auch noch gehen. Wenn wir die Buslinie noch verlängern nach Mönchengladbach, eventuell einen zweiten Bus einsetzen. Das heißt, ich wäre hier jetzt über den Straßenbau noch eine zweite Haltestelle dazu bauen. Nämlich wieder die kleine. Wäre sie so setzen, dass möglichst viel drinnen ist. Das heißt, wir hätten auch hier. Das müsste Stahlkraftwerk sein. Richtig, genau, Stahlkraftwerk. Was zum Beispiel auch Arbeiter hätte, die aus Leverkusen kommen. Dann suchen wir uns hier oben über das Liniensymbol, über die Linienverwaltung, unsere Linie heraus. Gehen dann auf Linie ändern. Jetzt haben wir eben die Strecke, also wir fahren in Ludwigshafen, fahren wir los, dann zum Kraftwerk, dann fahren wir nach Leverkusen und von Leverkusen würden wir jetzt zurückfahren zum Ölkraftwerk. Das heißt, wir werden jetzt das Ölkraftwerk anklicken und vor einen Halt jetzt davor einstellen. Das heißt, wir fügen jetzt die Station Mönchengladbach ein. Die ist hier jetzt auch in der Liste drinnen und natürlich auf dem Retourweg halten wir auch wieder in Leverkusen. Den einen Wegpunkt, der sich da eingeschlichen hat, den werden wir löschen. Dazu geht man einmal auf Löschen. Klickt dann den Punkt oder die Station an, die man nicht mehr braucht, in dem Fall der Wegpunkt, einmal draufklicken und das Ganze ist entfernt, dann kontrollieren wir es noch einmal. Also wir fahren von Ludwigshafen weg, fahren zum Ölkraftwerk, dann weiter nach Leverkusen und Mönchengladbach, dann wieder zurück nach Leverkusen ins Ölkraftwerk und dann fährt der Bus wieder zurück nach Ludwigshafen. Dann werde ich auch gleich den Namen der Linie modifizieren, wenn wir eben jetzt nach Mönchengladbach fahren. So, den Bus werde ich mir auch darüber ziehen, dann können wir den beobachten. Aktuell fahren 10 Passagiere. Das heißt, zu Beginn wird er noch nicht so viel bringen, aber mit der Zeit kann sich das schon auszahlen, beziehungsweise als Zulieferer bringt das auf jeden Fall was. Dann Dresden-Ölfeld, die hätten ja auch Arbeiter, die direkt aus Dresden kommen.
Nur da ist dann der Weg doch etwas lang. Wir müssten, ich schalte mal in die isometrische Anzeige um, damit man das besser sieht. Da geht die Straße, wir müssten dann so an der Straße entlang eine eigene Straße rauflegen zu dem Ölfeld. Und ob sich das jetzt schon rentiert für, es waren ja nicht so viele Leute, die da hinwollen, 5 Passagiere, bin ich mir nicht ganz sicher, ob sich das auszahlt. Ja, jetzt haben wir natürlich mehrere Möglichkeiten, was wir machen können. Wir können eben entweder zu dem Ölkraftwerk gehen und uns nochmal anschauen, wo die anderen Lieferanten herkommen. Dazu vergrößere ich einmal das Fenster ein bisschen und schalte die Ansicht wieder um. Dann sieht man zumindest von den Entfernungen das besser, weil da haben wir ein Ölfeld. Das war, ja, da hinten. Wenn man schaut, ist ein relativ langer Weg. Das heißt, da müsste man wirklich viel Strecke legen. Kapazität pro Monat 710 Einheiten. Im Vergleich, wie viel hat unser, wie viel schafft das Ölfeld? 680, das heißt, das andere hätte eine größere Kapazität. Und dann hätten wir noch, wo war das dritte Ölfeld? Oh. Ah, das ist da ganz unten. Das ist dann doch schon ein bisschen weiter weg. Die zweite Möglichkeit, oder halt neben dem, dass wir ein neues anbinden, gäbe es auch noch die Möglichkeit, dass wir jetzt sagen, okay, wir binden jetzt kein neues Ölfeld an, sondern wir schauen, dass wir von dem bestehenden mehr abtransportieren. Weil man sieht, der Bahnhof ist voll mit 260. Und von der Produktion her, also wir könnten eigentlich noch mehr abtransportieren. Darum würde ich vorschlagen, dass wir das einmal machen. Das Einzige, was man natürlich sieht, ist, wir haben jetzt hier eine eingleisige Strecke. Und auf der können wir natürlich jetzt, so wie sie jetzt gebaut ist, keine zwei Züge fahren lassen. Das heißt, wenn wir jetzt das erweitern wollen, brauchen wir entweder eine komplett zweigleisige Strecke, was aber am Anfang relativ teuer ist, oder die andere Variante ist, man baut sogenannte Ausweichschienen, dass wir halt während der Strecke immer wieder so Schienen einbauen, wo der Zug ausweichen kann auf ein Nebengleis und dann eben den anderen Zug vorbeilässt und dann seine Route fortsetzt. Wenn man das gut verteilt, ist das auf jeden Fall billiger, als wenn wir da von Haus aus quasi alles gleich zweigleisig machen. Wichtig ist noch dazu zu sagen, dass diese Ausweichgleise sollten auf jeden Fall so lang sein wie der Zug, den ihr verwendet, damit der auch komplett Platz hat und nicht dann eine Weiche blockiert. Das heißt, ich baue hier mal ein Ausweichgleis. Dann brauchen wir noch Signale. Da reicht das Standardsignal. Wenn wir einmal klicken, haben wir ein Signal in beide Richtungen. Und wenn man nochmal klickt, kann man dann auch eingeben, dass man jetzt nur in eine Richtung fahren kann. Also, ja. Machen wir hier dann auch. Ich hoffe, ich habe das so jetzt richtig. Signal müsste, glaube ich, rechts sein, wenn ich mich nicht ganz irre. So, dann werden wir hier auch noch ein Ausweichgleis machen.
Wenn man jetzt sieht, wenn man das so parallel zieht, sucht er immer den kürzesten Weg und will die Schiene wieder verwenden, quasi um das so zu verbinden. Man kann aber welche Taste waren das jetzt? Das müsste normalerweise konnte man. Das war doch mit Steuerung. Konnte man auch sagen. Man, ah ja, genau. Aber weil es nebeneinander ist, würde es automatisch verbinden. Was wir aber eigentlich nicht wollen. Drum fahre ich noch eins rüber. Oh. Okay, das war jetzt nicht ganz nach Plan. So, dann machen wir es noch einmal. Also hier fahren wir raus. Wieso macht er das jetzt? Nicht so wie ich will. Irgendwie funktioniert das gerade mit den Tasten nicht wirklich. Haben wir ein bisschen Geld verschludert. Ja, genau. Jetzt passt. Und dann wieder die Signale legen. Nehmen wir wieder das Standardsignal. Und hier. Wenn wir hier noch ein Ausweichsignal machen, so Ausweichstrecke, machen wir da eine. Das reicht von der Länge. Dann wieder das Signal. Gut, dann werden wir da noch eins. Na, machen wir da noch eins. Wichtig, wieder die Signale setzen. Machen wir es. Standardsignal. Okay, da haben wir längere Strecke. Das heißt, dann werden wir hier noch eine Ausweiche bauen. So. Dann das die letzten Signale. Okay, passt. Jetzt haben wir die Ausweichen gebaut. Dann gehe ich wieder auf das Depot. Ich schaue nur vorher, welche Lok wir hier verwendet haben. Das war, glaube ich, eh, wo haben wir es? Da haben wir die Lok.
Ja, genau, die haben wir verwendet. Dann kaufe ich mir die Lok und die passenden Waggons dazu. Ah, einen haben wir schon auf Vorrat. Dann gehen wir wieder auf unsere Haltelänge von 4. Okay, das passt. Dann können wir oben den Fahrplan einstellen. Dresden Ölfeld, Ludwigshafen Ölkraftwerk. So, jetzt passt's. Fahrplan ist drinnen und dann gehen wir auf Starten. Und der Zug fährt schon los. Dann können wir uns den auch noch hier rüber schieben. Zug ist voll, hat sich gleich voll beladen, weil da eben einiges noch drinnen ist, wie man sieht. Also das füllt sich relativ schnell, das Ölfeld, weil eben doch genug transportiert wird. Eben pro Monat 680 Einheiten. Okay, dann spule ich mal ein bisschen vor. Aha, wieso fährt der nicht zurück? Der hat keine Route. Schauen wir mal, Fahrplan. Der Route hätte der aber. Da ist Signal, Signal. Wieso fährt er jetzt nicht? Weil da passt doch eigentlich alles. Ich schaue jetzt nochmal. Das ist richtig gestellt, wenn ich da jetzt. An den kann es aber auch nicht liegen. Wieso ist der ohne Route? Dann mache ich eines. Ich reiße hier mal die Schienen weg und lege sie noch einmal neu. Steht wieder. Findet keinen Weg mehr. Oder Weg ist doch da. 2, 3, ist auch lang genug. Okay, dann probieren wir was anderes. Dann holen wir uns da die Route nochmal hervor. Nehmen uns den Zug, das ist Ether. Kein Heimdepot gefunden. Ändern Sie den Fahrplan manuell. Ich verstehe es nicht, wo da der Fehler drinnen ist in der Strecke. Weil der ist blockiert und hier ist der Weg eigentlich komplett frei. Warte, vielleicht habe ich doch da einen Fehler von den Signalen her. Wenn ich da.
Ich finde gerade den Fehler jetzt nicht. Dann werde ich eines machen. Ich werde die Aufnahme an der Stelle beenden. Werde mir das Ganze in Ruhe anschauen, woran das Ganze liegt, dass der Zug jetzt nicht weiterfährt. Ja, und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat es soweit trotzdem gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Simo Trans. Tschüss!